Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In diesen Tagen um das Weihnachtsfest verkehrt sich das Licht und die Dunkelheit schon wieder. Die Nächte werden langsam kürzer, die Tage wieder länger. An diesem Silvesterabend verändert sich wieder etwas. Die Zeit wird eine andere, es kommt ein neues Jahr. Und wir halten Rückblick auf das, was war. Was war Licht in unserem Leben? Was war Finsternis? Egal, was in diesem Jahr gewesen ist, wie dunkel es auch manchmal gewesen sein mag, es gilt das, was im Johannesevangelium steht. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. So dunkel es auch manchmal sein mag, gewesen war, so hell will doch das Licht des Herrn in unseren Herzen aufstrahlen. Ein wenig mag uns das durch diesen Abend begleiten, wenn wir später um Mitternacht die großen Feuerwerke sehen und das Licht den dunklen Himmel erfüllt. Möge es auch in unseren Herzen ein wenig hell werden, damit wir gelassen ins neue Jahr gehen können, damit wir abschließen können, was noch offen war und uns auf das einlassen können, was jetzt vor uns liegt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, in dieser dunklen Zeit stehen wir am Ende eines Jahres und am Beginn eines neuen Jahres. Und wir bitten dich, umfange du alles mit deinem Segen. Mache du hell, was in uns und in unserem Leben dunkel ist. Und führe uns nicht nur durch diese Nacht, sondern jeden Tag im neuen Jahr durch dein Licht und deine Freude und deine Liebe, damit wir den Weg auch im neuen Jahr zu dir finden können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.